Ich glaube, dass Israel ein Recht hat, sich zu verteidigen, aber ich Das, möchte was seid ihr das nun gegen Kinder? gegen die Terroristen. Ganz Wieso? einfach. Weil die Leute in Rafah, die verbrannt sind, Terroristen. Nicht alle. Nicht alle. Wie können Kinder sterben? Kinder sind keine Terroristen. Warum sterben sie aber? Ist die Kirche Hamas? Ja, die benutzen halt Kirchen. Aha, okay. Du warst dabei, du weißt es? Weißt du's? Ich weiß es ja, ich habe Angehörige dort. Was jetzt? Ja, ich sag. Ein Krankenhaus wurde zerbombt. Ist das Hamas? Welches Krankenhaus? Spielt es eine Rolle? Wo? Unterstützt du den Kindermord? Du hast. Er lacht. Also ist es für dich okay? Nein. Okay. Ist es für dich okay, ja? Wenn Kinder in Krankenhäusern weggemacht werden? Bitteschön. Lies laut vor. So, ich lese aber Laut leider. vorlesen und deutlich. Warum? Ich lese schon, aber. Warum liest du nicht laut vor? Warum sollte ich? Jeder kann doch selbst Weil du lesen. schämst, dass du ein Kindermörder bist? Schämst du dich? Das war übrigens eine Hamas-Rakete, ne? Das war übrigens eine Hamas-Rakete, ne? Spiegel vertraust du, oder? Ja, als. Okay, lies mal bitte laut vor, bitte. Israel versus Islamischer Dschihad und Hamas. Israel hat weitere Gaza-Klinik bombardiert. Israel hat weitere Gaza-Klinik bombardiert. Das war übrigens eine Hamas-Rakete, ne? Okay, das findest du okay? Das ist. Ist das Selbstverteidigung? Es gibt aber ja keinen Beweis, dass da irgendwas war. Wem gehörte die Grenze vor der Flucht aus Europa? Beiden. Nein, du lügst. Sie sind doch geflüchtet. 1937 sind sie geflüchtet. Sein. Wie können sie jetzt auf einmal Biden sein? Wenn du jetzt in mein Land flüchtest, wie kann die Grenze dir gehören? In dein Land.